Ja, dann würde ich sagen, ein herzliches Willkommen im Namen des FC Mecklenburg zu unserem ersten Spiel in unserem neuen Stadion. Heute Pokalspiel. An meiner Seite die beiden Trainer. Zunächst einmal möchte ich gerne unseren Gästetrainer begrüßen. Das ist der Herr Remo Sam. Und auf unserer Seitenleite und unser Heimtrainer Neile. Ich würde einfach beide mal darum bitten, eine kurze Einschätzung zum Spiel. Zunächst einmal von meiner Seite im Namen des FC Mecklenburg nochmal vielen, vielen Dank an Lübs, dass Sie das für uns hier so gemacht haben, dass Sie hier nach Schwerin gekommen sind, auf Ihr Heimrecht verzichtet haben. Also dafür nochmal an alle Beteiligten herzliches Dankeschön und jetzt einmal bitte Ihre Worte zum Spiel. Ja, der Dank geht zurück für die gute Gastfreundschaft hier heute in Schwerin. Erstmal hallo und guten Abend. Ja, meine Mannschaft. Was unsere Möglichkeiten betrifft, denke ich mal, haben wir heute das Beste hier rausgeholt. Wir haben hinten gut gestanden, haben mit 10 Mann verteidigt, haben versucht, Nadelstiche zu setzen, ist uns in der ersten Halbzeit zweimal geglückt, hatten wir 2 Chancen. Da waren wir beim 1-0 nah dran. Natürlich Schwerin kombiniert ziemlich sicher, aber das war unsere Zielstellung, dass wir sie hinten ein bisschen rauslocken und dann durch lange Bälle, durch Kopfballverlängerung eventuell dazu ein paar Möglichkeiten kommen. Ich denke mal, das haben wir geschafft heute. Die Tore waren ein bisschen unglücklich. Bin ich der Meinung, können wir besser verteidigen. Dann wäre es vielleicht nicht 3-0 ausgegangen, sondern vielleicht 1 oder 2-0. Aber so denke ich mal ein Riesenkompliment an meine Mannschaft und noch weiterhin viel Erfolg für Mecklenburg in der Oberliga. Vielen Dank. Ja, Neile, wie ist das so? Das erste Mal, ich meine, du kennst das Stadion, aber das erste Mal Tribüne, das erste Mal ein paar Leute auf der Tribüne. Vielleicht hat man das unten auch in der Trainerbank gehört, dass es da etwas voller ist, dass ein bisschen Stimmung da ist. Sag mal deine Einschätzung zum Spiel. Ja, also natürlich schön hier vor dem neuen Gebäude. Ich glaube, da haben wir alle jetzt lange Zeit drauf gewartet. Es wurde höchste Zeit, weil die Jungs jetzt hier gefühlt seit 5 Jahren, das waren nur 2,5 Jahre, neben der Baustelle trainiert und gespielt haben. Und deswegen war es jetzt wirklich schön und dass man natürlich dann gleich gewinnt, ist noch schöner. Und das wollen wir halt weiter fortsetzen. Und, aber wir sind heute nicht gut ins Spiel gekommen. Wir haben uns das anders vorgestellt, dass wir eigentlich noch mehr Druck ausüben. Haben schlechte Bälle in der Vorwärtsbewegung gespielt und haben wirklich 15 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen und machen dann das 1-0 und haben so gemerkt, das war so ein kleiner Rucksacklöser. Ne? Die Jungs haben 2 Oberligaspiele verloren, die mussten sich erstmal wieder Selbstvertrauen erkämpfen und das haben sie dann getan. Was mir natürlich ein bisschen ärgert, sind wir, dass wir wirklich 2 Situationen zugelassen haben, aber sonst haben wir eine Menge Ballbesitz gehabt. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass wir halt noch mehr Druck nach vorne gemacht hätten, um noch mehr Sicherheit, Tore machen wollen. Aber natürlich ist man zufrieden, Pokal zählt im Endeffekt, wenn wir weiterkommen, das haben wir geschafft. Und ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken, dass ihr das getauscht habt, das Heimrecht, und wünsche euch für die restliche Saison alles Gute und ja, vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder. Danke. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Eine Frage getroffen. Neile, wie siehst du das nächste Woche? Was erwartet das nächste Woche? Ja, ich denke, jeder kennt Anker Wismar. Und ja, es wird ein Derby und ich kann mir einfach nur wünschen, dass jetzt mit diesem ganzen Drumherum, mit dem Spiel Wismar, Derbyzeit, was will man einfach mehr in der Nähe von Schwerin, mehr geht nicht. Komm, ich kann nur appellieren, ich habe es heute bei Kasi schon mal getan, kommt alle ins Stadion und ich kann euch versprechen, egal wie wir gestartet sind, wir werden uns zerreißen. Über 90 Minuten werden wir hier einen Fight abliefern und natürlich ja, mit dem Ziel, dass wir die 3 Punkte bei uns behalten. Es wird höchste Zeit, dass wir Anker Wismar auch mal versuchen zu schlagen. Aber wir haben natürlich großen Respekt vor denen. Ja, aber wir werden hier ein Feuerwerk abbrennen. Dankeschön. Ja, super. Vielen Dank. Ich kann mich dem nur anschließen. Also ich fordere alle auf, nächste Woche nach oder zu uns ins Stadion zu kommen. 19.30 Uhr ist Anpfiff. Ne? Macht die Hütte voll. Wir freuen uns drauf. Und nochmal vielen Dank nach Lübs, dass Sie uns die Chance gegeben haben, unser erstes Spiel hier zu machen. Vielen Dank. Und ich würde sagen, das war's. Allen noch einen schönen Abend und ein gutes Nachhausekommen. Danke.